Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialsendung «Best of Bewegt». Wir sind heute für Sie in Basel unterwegs, nämlich an der IGH. Das Thema der diesjährigen Messe, ja, was ist das Thema der diesjährigen Messe? Von Innovation bis Inspiration, alles für erfolgreiche Gastgeber. Was muss man sich da ganz konkret darunter vorstellen? Die IGH bietet Vielfalt an Dienstleistungen, neue Produkte, Diskussionsforen, Begegnungen, Kontakt und eben Inspiration und Innovation, wo man sich doch erholen kann. Frau Dresel, Sie sind in diesem Jahr das erste Mal Messeleiterin, für Sie ein Jubiläum. Was werden Sie anders machen oder was machen Sie anders? Wir haben den Eingangsbereich neu gestaltet mit dem IGH Campus. Wir haben ihn sehr viel offener gestaltet für eine Messe für das Gastgewerbe, dass sich die Leute auch gerade hier willkommen fühlen bei uns. Sie sind eine Frau, ganz offensichtlich. Auf welcher Art und Weise spürt man den weiblichen Touch? Ich denke, wir haben einiges offener gestaltet. Wir haben auch die Werbekampagne neu gemacht, wo man vielleicht den weiblichen Touch ein bisschen spürt. Wenn man auch unser IGH-Magazin anschaut, das wir neu gestaltet haben, auch dort spürt man den femininen Touch. Und sonst habe ich da auf etwas aufbauen, das seit 50 Jahren besteht und 50 Jahre Jubiläum dieses Jahr hat. Als Messeleiterin kennt man Sie nicht. Ja, wer sind Sie? Ich bin Baslerin, ich bin in Hongkong aufgewachsen, Basel geboren, Hongkong aufgewachsen und bin nachher hier oft in der Stadt gesehen in dem Sinn und bin sehr stolz auf, dass ich jetzt hier für die Stadt Basel etwas machen darf, indem ich Messeleiter von der IGH bin. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Im Moment habe ich keine weitere Fragen. Was uns in dieser Sendung sonst noch bewegt, das sehen wir in der nachfolgenden Zusammenfassung. Inspiration zum Ersten, wie CCA-Geschäftsleiter Martin Angern in den Großhandelsmarkt frischen Wind reinbringt. Inspiration zum Zweiten, wie die Safifa-Allianz für Überraschungen auf Tellern und in Bäuchen sorgt. Inspiration zum Dritten, was Fernsehkoch Johann Lafer nach über 40 Küchenjahren noch immer zu Spitzenleistungen beflügelt. Wer in Sachen Innovation und Inspiration die Nase ganz vorne hat, ist Saviva. Saviva ist eine Vereinigung, eine Allianz von sogenannten Food-Experten. Ein Geschäftsbereich ist der CCA Angern. Unser Manu Gamma unterhaltet sich mit dem Martin Angern. Herr Angern, was ist der Nutzen für Sie bei der CCA von dem Verbund Saviva? Saviva ist vor allem ein Nutzen für unsere Kunden. Da bringt eine breite Palette, wo wir direkt Zugriff haben auf Schweizer Produkte und auch Zusammenarbeit. Die Kunden, die beliefert werden, haben wir Zusammenarbeit mit der Scana, mit Lüchinger und Schmid. Und die Kunden, die im Cash & Carry einkaufen, die profitieren von Sortiment und guten Beschaffungskonditionen bei ihrem Einkauf. Jetzt haben alle zu diesen Saviva gehörigen Firmen als Thema Inspiration. Wie setzen die das um bei der CCA? Die CCA hat ja ein riesiges Sortiment von über 25'000 Artikeln. Und bei der Inspiration geht es darum, Frischprodukte, Getränke, Food, Non-Food gut zu kombinieren. Und diese Kombinationen kann man eben inspirierend machen und das auch erst recht am Verkaufspunkt. Jetzt, wenn man Ihren Stand anschaut, dann sieht das für mich als Konsument eigentlich gar nicht mehr nach CCA aus. Was steckt dahinter? Das ist ja mehr ein Restaurant. Finde ich cool, dass Sie sagen, da sehen Sie ein Restaurant. Das ist das Ziel von dem Stand. Wir wollen näher an den Kunden sein und haben uns wirklich da mal in unsere Kunden hineinversetzt und haben da Inspiration gezeigt, wie sie auch in einem Restaurant sein können. Und woran wollt ihr dann mit der CCA? Das Thema Inspiration oder näher bei den Kunden sein, das ist eigentlich unser Ziel. Einerseits kann man sagen, sind wir ein Lebensmittelhändler, auf der anderen Seite aber eben ein Lösungsanbieter und ein Mehrwertanbieter für unsere Kunden, wo alle diese Produktebereiche kombinieren kann. Aber jetzt geht ihr auch im Stand ganz nah in ein Einzelprodukt. Ihr bietet Smoothies an, Milchshakes, Häppli. Das hätte ich auch nicht mit der CCA assoziiert. Was steckt da dahinter? Das ist das, wo Kunden ja, sie kaufen bei uns Rohprodukte ein.
und machen daraus ihre Kreationen. Manchmal auch Convenience-Produkte, die sie kombinieren. Und das ist eigentlich da. Unsere Aufgabe ist, den Kunden zu helfen, für ihre Gäste gut zu sein. Und da glaube ich, ist auch die Zukunft. Wenn wir den Kunden helfen können, dass sie bei ihren Gästen Erfolg haben. Die Zukunft ist auch die Neueröffnung, die bald ansteht, von ihrem Markt in Spreitenbach. Was dürfen Kundinnen und Kunden dort erwarten? Fast so viel wie hier am Stand. Es wird uns gelingen, in Spreitenbach die Inspiration, die Kombination der Produkte näher zu bringen, den Kunden den schnellsten und einfachsten und noch günstigsten Einkauf zu ermöglichen. Und das ist ein Spreitenbachs Ziel, das wir haben. Und wir haben sehr, sehr gute Rückmeldungen schon von unseren Kunden. Das heisst, aus möglichst wenig möglichst viel machen. Sie haben es auf den Punkt gebracht. Danke vielmals und viel Erfolg. Merci. Inspiration ist ein Schlagwort, das sich Saviva auf die Flagge geschrieben hat. Was die Allianz an dieser IGH sonst noch für Überraschungen parat hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Cash and Carry Angern, Scana, Merah oder Lüchinger Schmidt. Sie alle gehören in ihrem Kernbusiness zu den Marktführern. Auf den Lorbeeren wird sich aber nicht ausgeruht. Für die diesjährige IGEHO hat sich die gesamte Saviva-Allianz das Motto Inspiration auf die Flagge geschrieben. Ja, es gibt eigentlich einen Hintergrund, ist, dass wir mal Kunden gefragt haben und gesagt haben, was wollt ihr eigentlich genau von uns? Und sie haben gesagt, wir wissen eigentlich, was ihr habt. Ihr habt ein gesamtes Angebot. Aber was wir eigentlich würden erwarten, wären neue Ideen. Einfach Inputs, was wir können umsetzen in unserem Tagesgeschäft. Und das hat uns eigentlich dazu verleitet, zu sagen, ja, wir müssen mehr machen als nur Produkte verkaufen. Wir müssen versuchen, Ideen zu liefern. Und das haben wir jetzt in allen unseren Marken und Unternehmungen umgesetzt jetzt auf die IGO. Und inwiefern sind Sie da gefordert als Leiter von Food & Beverages? Es ist so, dass ich aus dem ganzen Warenkorb, den Saviva hat, aus dem alles aus einer Hand, wirklich das näher auf den Teller bringen kann und auch gegenüber dem Gastronom und vor allem dem Küchenchef aufzeigen kann, wie das funktioniert und wie sie den Mehrwert bis auf den Teller bringen. Das geht dann über verschiedene Instrumente. Das geht über einen neuen mit einem Blog, wo wir die Leute können wirklich inspirieren mit den Neuheiten, die Kombinationen. Auf der anderen Seite geht es dann auch wirklich in praktischen Betrieb rein. Welchen Handgriff erleichtert mir es tagtäglich, aber dass ich gleich eine Individualität in meinem Gastronomiebetrieb an Kunden kann. Inspiration und Innovation sind zwei klangvolle Begriffe. Für die Umsetzung ist aber Kreativität und Leistung gefragt. Und alles zusammen führt zu teils überraschenden Ergebnissen. So findet beispielsweise Joghurt-Eis seinen Weg auf ein Lachsplättchen. Herr Gamp, ist das jetzt ein Lachsdessert oder ist das eine klasse Vorspeise? Es ist eine ganz neue, wundervolle Kreation als Vorspeise. Ja. Was steckt da dahinter? Das ist eine neue Art von Pairing, die wir machen. Einerseits kann man ja Food-Pairing machen mit verschiedenen Kombinationen. Hier ist jetzt eine Pairing-Art von warm, kalt und eiskalt, die wir hier anrichten. Und dementsprechend ist das Ganze ein neues Gesprächs- und Temperaturerlebnis im Mund. Lüchinger und Schmidt ist das führende Schweizer Unternehmen für Ei-Produkte. Wer in diesem Markt innovativ sein will, der muss sich wirklich etwas einfallen lassen. Jetzt Thema Inspiration. Ei, ein Ei kann man ja nicht neu erfinden. Nein, das Ei an und für sich kann man nicht mehr neu erfinden. Aber wir haben neu jetzt seit einem halben Jahr ein Ei mit Herz. Und das ist ein spezielles Ei, das die Legehennen zu 100% Schweizer Getreide haben, also gefüttert werden. Und zusätzlich anstatt Soja haben wir jetzt Sonnenblumen drin. Auch bei Merah lässt man sich Neues einfallen. Die Gastrometzgerei bietet ihre Premium-Qualität jetzt auch eisgekühlt an. Beispielsweise mit Karamell oder Curry-Ananas. Es gehört zur Inspiration auch, dass man neue Ideen gibt, zum Beispiel für einen Zwischengang, dass man ein bisschen eine Glasse hat. Und da haben wir speziell auch eine Glasse kreiert aus Geflügelfleisch. Und da habt ihr schon Feedback von Kundinnen und Kunden? Wir haben Feedback von Kundinnen und Kunden und haben Feedback von Gastrokritikern. Also wir haben den Innovationspreis für das innovativste Produkt an der Danuga in Köln gewonnen. Diese preisgekrönte Inspiration hat unser Best of Swiss Gastro Reporter natürlich getestet und
Das Geflügeleis schmeckt. Einer der Stargäste an der diesjährigen IGH ist der österreichische Fernsehkoch Johann Lafer. Wie er nach über 40 Jahren tagtäglich immer noch seine Inspiration findet, das zeigen wir Ihnen im anschließenden Beitrag. Er ist das Urgestein der Fernsehköche, der Steiermarker Johann Lafer. Seit über 30 Jahren kocht er sensationell und televisionell. Ich glaube, dass Erfolg eine Sucht ist und diese Sucht will man befriedigen. Möglicherweise gibt es andere Dinge, die Sucht machen. Ich lebe dafür, dass Menschen wie dich, was du, einfach mir das Gefühl geben, ich habe ihnen etwas Gutes getan. Das ist meine Prämisse Nummer eins. Dafür arbeite ich und ich glaube, das ist meine Motivation. Unglaublich, aber wahr. In der Schweiz kocht Johann Lafer zum ersten Mal. In der Kocharena der IGH. Die eidgenössische Kulinarik liegt ihm allerdings im Blut. Da ich ja noch Verwandtschaft in der Schweiz habe und öfter mal zu Gast bin, um die Verwandtschaft zu besuchen, dann geht man natürlich auch gerne essen, habe ich einen kleinen Einblick, wie die Gastronomie in der Schweiz ist. Und was gefällt und was nicht? Ja, ich meine, es gibt natürlich überall solche und solche Restaurants. Aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich natürlich immer auf der Suche nach Spezialitäten aus der Schweiz, die man etwas in die modernere Zeit umändert, um natürlich dieses Authentische nicht zu verlieren. Also ich möchte jetzt nicht hier irgendwelche Küchen essen, die aus Norwegen oder aus Asien stammen, sondern ich möchte hier eher essen, das, was in der Schweiz wächst, was hier umgesetzt wird und was natürlich auch ein bisschen modernisiert wird. Das sagt einer, der seine Ausbildung vor 42 Jahren in einer Brauereigaststätte in Graz absolviert hat. Sein Rezept, um am kulinarischen Puls der Zeit zu bleiben? Eigentlich ganz simpel. Ja, man muss viel essen gehen, man muss sich Gedanken machen über das, was man selber gerne isst. Man muss natürlich auch viel lesen und sicherlich auch, ich sage jetzt mal, ja, einfach ein bisschen auch die Gäste befragen, was sie denn gerne essen möchten. Freude und Neugier am Essen. Das ist das schlichte Erfolgsrezept des Bauernsohnes. Und genau von da kommt auch seine tagtägliche Inspiration in der Küche. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, habe kennengelernt, dass die Natur uns die Produkte schenkt. Das ist sehr wichtig für uns, sonst können wir gar nichts kochen. Und das Zweite ist heute sehr oft auf den Markt gehen, sich dort mit Einheimischen unterhalten, Inspirationen holen. Also für mich ist, wenn ich heute ins Ausland fahre, nicht die Sehenswürdigkeit schlechthin das Thema Nummer eins, sondern der Bauch der Stadt, der Markt sozusagen. Denn wenn man das gesehen hat, dann weiß man, was diese Stadt ist. Und was übernehmen Sie dann? Wie entscheiden Sie das? Naja gut, das sind oft nur Kleinigkeiten. Das kann oft ein Gewürz sein, das kann aber oft eine Zusammenstellung sein. Das kann ein Produkt sein, das kann ein komplettes Menü sein. Also meistens was dabei, wo ich das Gefühl habe, das bringt mir ein Stück weiter. Die Fans reißen sich um seine Köstlichkeiten. Johann Lafer, 16 Punkte Gomio und Sternekoch. Und immer noch neugieriger Küchenkünstler mit ganz viel Bodenhaftung. Innovativ sind auch wir mit der Sendung bewegt. Unsere Premiere ist bereits schon wieder fertig. Ich bin's auch. Wir sehen uns in der nächsten Sendung wieder aus der gewohnten Studioumgebung. Schön sind Sie mit dabei gewesen.